Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalte Winde, raues Gesicht. Wir sind schon der Meere so viele gezogen und dennoch sank unsere Fahne nicht. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Ja, ja, ja. Und damit halt den Text. Und damit herzlich willkommen bei Windward. Was so viel heißt wie Windwärts oder so. Das war das erste Video. Es ist ein kleines Einführungsvideo. Wie gesagt, wie ich schon oft gesagt habe, bei survival-games.de, ich teste ein Spiel vorher nicht. Ich steige genauso ein wie ihr. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Für Video-Streaming optimiertes Wasser. Cool. Brauche ich aber nicht. Bam. Waren das schon Optionen? Wo ist denn... Wo ist denn... Ja, wo ist denn? Also Steuerung und so ein Zeugs. Naja, egal. Wird schon klappen. Ja, also es wird eine kleine Einführung. Mal schauen, ob es uns liegt, ob ich überhaupt eine Let's Play-Reihe mache. Spielername Defense. Hahaha, ist ja ein Piratenspiel. Sir Defense. Ach so, Server hatte ich vielleicht schon genannt. Defense. Kampagnenname CAC 1. Bei mir heißen immer alle Kampagnen CAC. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wer noch ein bisschen oder wer ein bisschen älter ist, wird sich noch an die guten alten Videospielautomaten erinnern. Sieht man das überhaupt, was ich hier mache? Nicht, dass man denkt hier. So, Joystick, Videospielautomaten. Und man konnte damals nur drei Buchstaben immer eingeben. Und mein damaliger Freund, also, hä? Was erzähl ich denn? mein Kollege, das klingt irgendwie komisch. Ja, also mein Kollege und ich haben uns überlegt, ja, wie können wir uns nennen? AAA war immer weg, BBB war weg. Mike hat nicht hingepasst und da haben wir uns CAC genannt, quasi Champs am Computer. Und dann, wo die ersten Clans und Gilden aufgemacht wurden, hießen wir auch Team CAC und naja und so weiter. Und das hat sich jetzt nun mittlerweile seit 25 Jahren, seit über 25 Jahren habe ich das und benutze es eben immer noch. Ne, bei Speicherständen, Spenden und Spenden. Ich brauche Schlaf, Leute. So. Permanente Krieg. Ne, nö, permanenten Krieg wollen wir nicht. Herausforderung 100%, Schaden im Kampf 100%. Piraten 50% ist okay, Spielerschiff erlaubt, ja, whatever. Wir können ja mal späteren Let's Play da noch eingehen. So. Das sind die Stadtfraktionen, so viel habe ich schon mal begriffen. Wir machen natürlich eine viel größere Map. Obwohl, nein, wir machen keine größere Map. 39 Region, ändert sich das? Ah ja, okay. Gut, dann machen wir so eine. Okay, Fraktion wählen. Exchange ist eine Organisation, für welche nur eines zählt, Gold. Schiffe können mehr Waren liefern, ist cool, will ich aber nicht. Die als Valiant bezeichnete Fraktion ist stolz auf Flotte und natürlich ihren Willen und die Fähigkeit, Feinde jederzeit und überall angreifen zu können. Das klingt schon, ja. Wenn es um Feuerkraft geht, sind Valiant-Schiffe unerreicht. Unglücklicherweise sind ihre Kapitäne unzureichend in der Kunst der Verhandlung gewährt. Verhandlung? Hallo? Piraten? Schiff? Spiel? So. Sion. Wenn es darum geht, irgendwo wertvolle Erz... Bla. Das maritime Konsulat oder einfach Consulate ist für die meisten Organisationen, die sammeln Informationen speziell. Ja, ja, ja. Also, Valiant. Moment, ich muss erstmal auf die Uhr gucken, wie spät das ist. Dass wir heute nicht überziehen. Wie gesagt, es geht eine Viertelstunde ungefähr. Habe ich es jetzt angeklickt? Subtropisch ist genau mein Klima.
Ja, ist nur eine kleine Einführung. Ist mir mit dem Wichtigsten. Also ein kleines Tutorial machen wir jetzt. Okay. Ahoi, Captain. Die Stadt wird mit einem Klick auf das Stadtsymbol oder ein Haus betreten. Je größer die Stadt, desto mehr hat sie zu bieten. Na, klasse. Lederborn heißt die Stadt. Wir können kaufen Glas, Kaffee, Weihrauch, Tabak. Nicht kaufen können wir Reis und Angeln. Preis ist 7% schlechter aufgrund der Bolivia. Okay. Also man kann tatsächlich auch ein bisschen handeln, was ich richtig cool finde. Und ich, wie ihr seht, ich sehe jetzt nicht, wenn ich drauf tippe, aber ihr seht ja, worüber ich mit der Maus bin. Ich kriege überall einen 7% Malus. Wegen meinem Diplomatiewert und mein Ansehen. Aber das will ich ja verbessern alles. So, Gegenstände. In der Rubrik Gerüchte sind Tipps für den Warenhandel zu finden. Gerüchte. Ah ja. Keine verfügbar. Jede Stadt hat einen Tresor für persönliche Gegenstände. Nur Schiffe des Spielers haben Zugang. Die Werft, da können wir uns neue kaufen, ist klar. Coole Sache. Wir haben nur 100 Gold und 100 Holz und deswegen, ja. So. Unter Aufträge findest du die aktuellen Aufträge. Aufträge sind immer mit einem Gegenstand im Laderaum verknüpft. Alles klar. Auftragsdetails. Der städtische Kartograf versucht, eine vollständige Karte der Gegend zu erstellen, ist aber sich nicht sicher, wo genau sich jede Stadt in Ashtonfall. Ashtonfall ist wahrscheinlich der Kontinent, würde ich mal vermuten. Ah, was Friedliches. Okay. Und segelt auch gleich mal durch den Steg. Kann man machen, muss man nicht. Er bietet eine Belohnung für denjenigen Captain an, der bereit ist, für ihn zu entdecken. Na klar. Schließe diese Mission in unter 90 Sekunden ab. Vernichte einen Feind auf deinem Weg. Vermeide jeglichen Sichtkontakt zu feindlichen Schiffen. Okay, ich muss Sichtkontakt vermeiden, aber einen Feind vernichten. Ahoi, Captain. Ein Haufen vornehmer Typen. Ich hoffe, die Zeit zählt jetzt noch nicht, oder? Na gut. Ahoi, Captain. Ein Haufen vornehmer Typen in schicken Anzügen sucht eine Passage nach Wattenview. Nach dem Grund gefragt behaupten, es ging um wichtige Verhandlungen. Erbeute etwas Interessantes aus einem Schiffswrack auf deinem Weg. Aber gerne. Fracht nach Farover. Captain, hier liegt schon ewig eine Ladung nach Farova auf dem Pier und es ist kein Schiff in Sicht. In unter 90 Sekunden, na klar. Na klar. Warum? Au! Okay, ich kann nicht mehr annehmen, weil ich ja nur... Nach Aschenfall. Dann nehme ich das raus. Dann nehme ich das raus. Und nehme lieber das, weil das ist ja das Bonusziel. Ist das Ashenfall hier? Ashenfall, okay. Gut. Backbord, Steuerbord. Wie schön, dass wir wieder gegen den Wind segeln. Okay, wie segelt man denn los? Verdammt. Ah, okay. Ja, ich muss mitten mit dem Wind kreuzen. Ah, okay, ich muss dauerhaft nach vorne drücken. Dann ist ja alles klar. Da ist ein Pirat. Ich nehme einfach mal die Taste an. Was ist die ist hier? Was ist denn das überhaupt?
Extra Ladung Schwarzpulver richtet eine Breitseite richtig Schaden an. Okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich mal nicht so auf strategische Sachen. Oh, da kommt ein Freund. Kabang! Alter, bin ich ein Killer. So, man muss bestimmt drüber fahren, um Sachen einzusammeln. Dachte ich mir. So, und jetzt fahren wir auch ganz schnell hier runter. Sonst schaffen wir das ja nicht in 90 Sekunden. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht in 90 Sekunden. Reparieren tue ich nicht, weil ich weiß nämlich, wenn man repariert, das habe ich nämlich gelesen, in irgendeinem Tipp oder so, wenn man reparieren drückt, bleibt das Schiff stehen und dann ist es aber blöd, weil, weißt ja, wir haben ja keine Zeit. Auch das hebe ich jetzt mal nicht an, auf. Oh, habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Ich weiß nicht. Wo sehe ich denn, wie schnell ich war und so. Ein Lager? Was habe ich denn im Lager überhaupt? Ein Loden-Segel! Wusstet ihr übrigens, wie man sich Backbord und Steuerbord gut merken kann? Also man schreibt ja in Deutschland von links nach rechts gewöhnlich. Und als erster Buchstabe kommt ja L links und dann R rechts. Also links, rechts, so merkt man sich übrigens auch die Hände. Und bei Backbord und Steuerbord ist es genauso. Erst kommt das B, also ist es links. Und dann kommt das S und das ist rechts. Gut, so tief wollte ich jetzt aber hier gar nicht auf das Game eingehen. Ich wollte eigentlich nur mal schauen. Oh, Talente verteilen. Da habe ich ja auch dann Bock drauf, ey. Das wird schon cool. Okay, aber dazu dann wirklich im Let's Play mehr, weil ich werde das Let's Play machen. Das steht jetzt schon für mich fest. Schnellreise, Spieler. Ein bisschen doof, dass man nicht... Ich will nicht rückwärts fahren, hallo? Wo soll ich sie hinbringen? Ich hab's schon wieder vergessen. Vermeide, vernichte einen Feind, aber vermeide jeglichen Kampf. Nach Fortenlow. Das Map M? Genau. Okay, dann probieren wir es mal. Wir versuchen mal in den 90 Sekunden hin. Vielleicht sieht man es ja doch irgendwie. Genauso Handel. Ich habe jetzt nicht geschaut, ne, ob man irgendwie handeln kann. Warum hat es mich denn... Okay. Ein Sturm zieht auf. Die Wellen machen mich ganz krank. Coole Kommentare. Ich fahre hier übrigens optimale Linie, wie ihr seht. Ich einer der besten. Ich habe einen Captain aufgenommen. Der hat da wohl so rumgetrieben. Im Wasser. Hol mal hier das. Yeah. Das müsste eigentlich in den 90 Sekunden noch drin gewesen sein. Und es wird gleich automatisch repariert. Ja, finde ich ein bisschen doof, dass man nicht sieht. Ja, was man freigeschalten hat und so. Und was auch doof ist. Ach doch, hier, ausgerüstet. Okay, Entschuldigung, dann... der hatte Genauigkeit 0, den ich jetzt... Aber mehr Diplomatie. Das gefällt mir aber trotzdem nicht. Nein, dann nehme ich wieder den. Die Kanonen sind besser, die ich jetzt ausgerüstet habe. Wie es aussieht, machen zwar weniger Schaden, aber Genauigkeit und kritisch ist gut. Diplomatie, ja, ne. Das ist... nein, die sind nicht besser. 4 Durchdrehungen. 12 Reichweite. Nee, die sind schlechter, ehrlich gesagt. So. Dann kann ich sie nämlich auch verkaufen. Und so einen Captain verkaufe ich nicht. Da nehme ich mir die XP.
Und jetzt schauen wir mal, ob das was bringt. 8 Panzerung, 9 Diplomatie. Die Wendigkeit ist viel, viel schlechter. Nee, ich verkaufe sie. So, ich schau mal auf die Uhr. Man, auf See vergeht ja die Zeit so irre schnell. Ja. Eins machen wir noch, oder? Was? Ich habe doch gar nicht getippt. Eine Stadt ist in der Nähe, wurde von Piraten eingenommen. Zurück, Oberst. Ja, das machen wir noch schnell. Das, ja. Core Creek. Captain, Lust auf eine Reise? Zusammen mit einigen betrunkenen Landratten zu den Sehenswürdigkeiten dieser Region. Nein. Ich wollte eigentlich noch was. Aber wir können ja mal Gerüchte gucken. Bauhaus aus Wartenfloh. Sind wir in Wartenfloh? Ja. Wirft in Ashendwall einen schönen Profit. Na, dann machen wir doch mal. Habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ich bin ja. Ihr wisst ja, ich spiele schon ewig Computerspiele. Also es ist noch vor der Wende. Und ich habe Pirates geliebt. Das Originale, das alte noch und dann aber auch das Sid Meier's Pirates, die Neuauflage da. Habe ich wirklich geliebt. Wie Sau. Man hat ja da auch verschiedene Ansätze, also man kann ja Handel treiben oder kriegerisch die ganze Sache angehen. Naja, und so, jetzt nehmen wir mal Bauholz mit. Wo ist denn das dann? Und das habe ich geliebt. Was ist denn das Lager? Ist im Lager meine Sachen oder die ich habe? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist, was ich habe. Ne? Wo ist denn der Captain? Dann sehe ich es ja. Ja, ja. Nein. Nö, ist es nicht. Okay. Naja, ist ja auch nicht so wichtig erstmal. So. Eine Ladung Bauholz. Und die bringe ich jetzt nach, ihr wisst schon. Und ich mache die Mission. So, wir segeln hier einfach mal durch, weil wir es können. Oh, ich Idiot. Ah, da kann ich gleich mal reparieren, testen. Also R, press R. Und Reparatur. Die Tastensuchung kann jederzeit mit einem Rechtsklick auf die Schaltfläche angepasst werden. Ja, R und V gefällt mir nicht gar nicht so. Ich mache da reparieren. Rechtsklick, Taste festlegen, 1. Und Taste festlegen, 2. Rücksichtsloser Kugelhagel. Wo soll ich das jetzt einnehmen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, einfach der Spur folgen, natürlich. Ah, los, schnell, schnell, schnell. Musik passt, aber ich glaube, ich werde sie nachher ausmachen. Oh, ein paar Riffhaie. Ich sehe das ja gleich, dass das Riffhaie sind. Wie kann man denn eigentlich ein Frack bergen? Okay, nah genug. War es nicht. Egal. Wir haben keine Zeit. Kann ich schon Talente? Ich kann Talente vergeben. So, Anker geworfen. Talente. Verstärkter Rumpf. Verstärkt den Rumpf um 10%. So kann das Schiff mehr Schaden vertragen, bevor es sinkt. Verstärktes Segel. Lassen 10% mehr. Segel. Kombinieren wir das Schießen richtig beigebracht. Schaden steigt um 10%. Das gefällt mir schon richtig geil. Wendigkeit um 15%. Männerspielzeug. Cool. Gesunder Menschverstand. Erst zielen, dann schießen. Sobald die Kanoniere den Verstand haben, verbessert sich die Genauigkeit. Ist auch gut. Das gute Zeug. Zahllose Studien haben ohne jeden Zweifel ergeben, dass Battlefield Krog in der Verbesserung der Diplomatie. Obwohl das ja mein
schwerer Nachteil ist. Na, aber ich mache hier erstmal Bam und Bam. So, und jetzt nur aber los hier. Eschenfall. Genau, da soll ich doch auch gleich was verkaufen, ne? Bin ich ja hier richtig? Das Bauholz. Ja, guck mal an. Plus 233. Ich bin ein Händler. Nice. Halt, Gerüchte noch schnell gucken. Angel aus Eschenwall wirft den Lirborn einen schönen Profit ab. Na, dann nehmen wir doch gleich ein paar Angeln noch mit. Fracht, Angeln. Wie viel habe ich bezahlt? 161, wir merken es uns mal. Aber jetzt machen wir erstmal den. Kriegt man schon immer eine Menge Schaden. Muss man schon sagen. So. Ich schätze mal, ich muss da irgendwo hin. Da ist mal eine Kiste aus dem Flugzeug gefallen. Passiert ja öfters sowas. Oh, die Zeit! Wartet, ich schau mal. Ich glaube, ich quatsch schon wieder über eine Viertelstunde. Mann. Das sollte doch nur eine kurze Einführung werden, verdammt. Da kommt Big Red. Ja, und gleich eine Breitseite draufgehämmert. Was sag ich jetzt? Trick ich ihn aus. Oh, verdammt, da ist ja noch einer. Und noch einer. A nice one. Wir müssen hier mal ein bisschen fokussen. Ah, aus der Reichweite. Okay, Nummer 1 ist gleich platt. Wir sammeln es nur schnell ein. Wenn die wenigsten Schüsse treffen, dann muss man die entweder näher an Ziel oder die Genauigkeit verbessern. Ich weiß, bin ja nicht doof. So, noch eine Breitseite draufhämmern. Ja, sau nice. So, einsammeln. Und noch das letzte. Ach ne, da kommt schon das nächste. Sieg ist unseren Scheiß, mein Freund. Aber jetzt hat er sich festgefahren da drüben. Oh, ist ja richtig spannend, du bisschen auch. Eine Rumpffarbe bekommen. Das wünscht sich jeder Captain. So. Tatsächlich müssen wir jetzt mal reparieren. Und dann nehmen wir die Stadt hier ein. Also ich schätze mal, ich muss da ein bisschen ranfahren, ran düsen. Ich glaube, wir können schon wieder Talente vergeben. Bauen wir noch die. Naja, da war die Reichweite ein bisschen weg. Da ist die Fahne! Was muss ich machen? So, nicht die Breitseite zeigen. Wir wollen keine Fremden in unserer Stadt, das ist mir doch egal. Ching. Ja, und jetzt? Wie nehme ich denn die Stadt ein? Verdammt. Ziel wird oder was? Okay, man muss in dem Kreis bleiben. Ach, jetzt wird's erobert. Okay. Man darf wahrscheinlich nicht nebenbei kämpfen. Reparieren kann ich nicht. Weil ich kein Holz habe.
Kann ich ihn verkaufen? Habe ich ja nicht. So, was haben wir denn? Alles aufgenommen hier. Panzerung 8, Diplomatie 14 Rumpf, 7. Das gefällt mir besser, das tausche ich. Und kann das Holz bergen, dann kann ich nicht auch wieder reparieren. Schrumpffarbe gelb, finde ich richtig nice. Rüstig aus. Und Eisenmunition, 9 Genauigkeit, 11 kritisch, 15 Schaden, 0 Rumpf, 10 Durchdringung, ist 3 weniger. 4 Rumpf, was bedeutet denn Rumpf, verdammt? Aber 9 Reichweite. Statt eine Kampfinstanz. Das machen wir beim nächsten Mal. Versprochen, Jungs und Mädchen. So. Alles klar. Also, mir gefällt das Spiel, finde ich richtig cool. Ja, hat nicht so viel Tiefgang wie, wie Pirates. Muss man so sagen, aber... Ja, für ein kleines Zwischendurch. Ich weiß nicht, wie viele Let's Plays ich mache. Aber es folgen auf jeden Fall weitere. Finde ich richtig gut. So, ich muss jetzt mit meiner Tochter essen. Nicht, weil sie Hunger hat, sondern weil... Wie geil ist denn der gelbe Rumpf? Hä? Bis dann bei survival-games.de. Survival, Überleben, Boot. Kann man gelten lassen, oder?